Die permanente Seilbobstrecke in Kappel erfreut sich großer Beliebtheit. Und das nicht nur bei der Familiencross-Europameisterschaft. Doch gerade zu diesem Event sollte man den rasanten Ritt auf dem Pfandsportgerät wagen. Das war total super. Also wir waren auf Skifahren aus, haben uns zum Zipfelbob angemeldet und haben einen super Tag gehabt. Und die Sonne ist rausgekommen, also wir können uns überhaupt nicht beschweren. War klasse. Das spezielle Fahrgefühl lässt sich nur schwer beschreiben. Also war witzig. Ich finde, das ist sonst immer anders gewöhnt, weil wir haben nicht solche. Wir haben solche mit schwarzen Sitze und die sind auch etwas höher und eben ungewohnt. Ungewohnt. Man ist in Schlitten gewohnt, da sitzen wir sehr bequem, sehr weit oben. Beim Zwiebob sitzen wir wie im Porsche mit dem Popst weit unten. Also das war ganz neu, ganz anders. Ich glaube, wir haben morgen alle einen gigantischen Muskelkater, aber es ist ausbaufähig. Der Veranstalter ist mit dem Verlauf des Events zufrieden. Generell ist es ein gutes Feedback. Wir sind natürlich ein neues Produkt, wir sind neu gewachsen am Markt und wir möchten eigentlich so, dass wir noch mehr glückliche Familien wie hier in Kappel dazu gewinnen können, Seilbob zu fahren. Die Firma Seilbob entwickelt den Schlitten ständig weiter und verlängert so die Saison für alle Fans. Wir sind jetzt in der Entwicklung, dass wir auf die Sommerpisten gehen können, damit wir die Tubes ersetzen können mit den Seilbobs. Da gibt es jetzt eine gewisse technische Änderung im Material, damit es auch standhaft ist auf diesen Kunststoffpisten. Und das wird jetzt im Sommer 2014 der Fall sein. Wer bis zum nächsten Mal üben möchte, die permanente Seilbobstrecke in Kappel wartet auf euch.